Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in Stormhaven und sind zur Abtei zurückgeritten, um die Traumscherbe wieder zurückzubringen. Und dann schauen wir mal, was da jetzt auf uns wartet. Auf jeden Fall sind hier keine neuen Gegner aktuell draußen, aber das kann sich ja schnell ändern. Weil der eine Fürst meint ja in der letzten Folge, dass seine, ja, ich sag mal, Ex noch nicht mit den Leuten fertig ist. Ah, ihr seid es. Ich habe die Traumscherbe. Wie ich es vorhergesehen habe. Es ist immer sehr befriedigend, wenn das, was man vorhersieht, auch eintritt. Sehr schön. Was sollen wir jetzt machen? Ihr solltet die Ehre haben, die Traumscherbe an ihren angestammten Platz auf Azuras Statue zurückzubringen. Bitte sorgt dafür, dass das geschieht. Dann können wir darüber sprechen, was danach kommt. Okay, dann machen wir das. Habt Dank, Sterbliche. Ich hatte meine Zweifel, aber anscheinend war das Vertrauen des Abts in euch angebracht. Ab jetzt werde ich euch stärker beobachten. Ich hoffe, das ist jetzt ein positives Zeichen. Ihr habt triumphiert. Die Bedrohung durch den Mitternachtsbund von Hosni Yatura wurde bezwungen. Und wir können zum Wachen und Hüten zurückkehren. Was ist mit Valmina? Müssen wir uns um ihre Pläne nicht mehr sorgen? Noch nicht. Doch ihr habt einen großen Sieg für uns errungen. Die direkte Bedrohung durch Valmina wurde vereitelt. Und nun möchten wir, dass ihr dies hier bekommt. Die anderen Hüter und ich haben unsere Kräfte in einer mächtigen Waffe gebündelt, um euch in eurem Kampf zu unterstützen. Und wir haben einen Heilstab in Erfüllt vom Mantel des Träumers erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Die Traumscherbe an ihren rechtmäßigen Platz zurückzubringen, ist kein kleiner Sieg. Aber Valmina greift an mehreren Fronten an. Ich habe nichts gesagt, aber Azura hat mich gewarnt. Es gibt noch ein Omen. Ein weiteres Omen in Stormhaven? Ja, Menevia ist sicher. Aber Verminas dunkler Einfluss sickert jetzt in die östliche Region von Garvaudon durch. Dort wurde Azuras Schrein entweiht. Es sind wieder die überirdischen Träumer. Da bin ich mir sicher. Dann sollten wir dorthin gehen und sie aufhalten. Ich bin froh, euch bei mir zu haben. Wir müssen die Träumer aufhalten. Und falls es noch ein weiteres Omen gibt, müssen wir es vernichten. Ich werde nun nach Shinjis Kessel in Garvaudon aufbrechen. Ich möchte euch auch dort haben. Aber zuerst müsst ihr Großkönig Emmerik warnen. Ich werde König Emmerik über die Gefahr informieren. Ja. Also wir spielen mal wieder den Boten. Wie das dann immer so ist. Weil die Leute selbst keine Lust dazu haben. Oder weil man uns einfach nur länger am Spielen halten will. Das kann natürlich auch sein. So, dann müssen wir erstmal wieder zurück, weil da reite ich natürlich jetzt nicht die ganze Strecke hin. Und dann potten wir einmal nach Stormhaven. Das ging jetzt erfreulich schnell. König Emmerik, ich habe Kunde. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, ist da hinten der Anker gerade aktiv. Mein König. Willkommen zurück in Wegesruh. Freut mich, euch wiederzusehen. Bringt ihr irgendwelche Neuigkeiten? Ehrlich gesagt hat mir diese Angelegenheit mit der Traumscherbe einige Nächte lang den Schlaf geraubt. Ich werde noch zu einem königlichen Griesgram, wenn wir diese Sache nicht bald zu einem Ende bringen. Die Traumscherbe ist zurück in der Abtei der Ausgestoßenen, Euer Majestät. Nun gut. Das war nicht ganz so schwer, wie es laut Abt Durak klang. Ich bin aber sicher, dass er seine Gründe hatte. Was ist mit dem Daedra, der hinter dem ganzen Omen steckte? Ich vertraue darauf, dass er tot ist oder fort. Ja, aber Abt Durak glaubt, dass es noch ein weiteres Omen in Garvaudon gibt. In Garvaudon?
Warum konnte es nicht in Morrowind oder irgendwo anders auf dem Kontinent sein? Bei den Göttern! Wir haben schon mehr als genug Ärger in Garvaudon. General Godron sagt, die Eisenhand-Oger wären noch lange nicht vollständig besiegt. Wer ist General Godron? Er ist der beste verdammte General des Dolchsturzbündnisses, wenn ihr mich fragt. Und er ist ein guter Freund. Seine Armee kam zu unserer Verteidigung gegen die Eisenhand-Oger. Sie haben hart gekämpft. Aber die Schlacht ist noch nicht vorüber. Godron selbst ist jetzt auf dem Weg zurück nach Shinjis Kessel. Abdurak hat mich gebeten, ihn dort zu treffen. Das ist zumindest etwas. Ihr beide seid die Experten. Aber ich schätze, das ist eine zweifelhafte Ehre. Gäbe es ein Omen in Garvaudon, dann hätte es sich ähnlich verhüllt. Godron hat nichts Verdächtiges gemeldet, aber vielleicht lohnt es sich, Hauptmann Erneli zu befragen. Sollte ich dann ihn aufsuchen? Ja, Erneli kämpfte an Godruns Seite, aber er wurde verlegt, um unsere Verteidigung hier in Wegesruh zu stärken. Das könnte eine wilde Guarjagd sein, aber es sollte sich lohnen, Hauptmann Erneli zu fragen, ob er irgendwelche Anzeichen für dädreschen Einfluss in Garvaudon vernommen hat. Dann werde ich mit ihm sprechen. So, hier kann ich mich auch noch schön dran erinnern, wo wir die Hauptquest gespielt haben und dann dieser Spruch kam, ich werde sie irgendwann durch ein Oberfenster besuchen. Sie weiß dann schon, was gemeint ist. Ach ja, man erkennt immer alles so schön wieder. Hauptmann. Ich kenne euch aus den Geschichten. Ihr wart es, die geholfen hat, Graf Atura zu retten, oder? Er ist ein alter Freund. Es freut mich, euch kennenzulernen. Kümmert euch nicht weiter um das Fallbeil. Es dient nur der Abschreckung. Welchem Zweck dient das alles hier? Nun, das sollte eigentlich doch jeder wissen. Diese überirdischen Träume haben überall in Sturmhafen versucht, Leute anzuwerben. Wir hoffen darauf, dass das hier eine abschreckende Wirkung zeigen wird. Wenn wir einen Kultisten fangen, werden wir ihn hinrichten. Mehr steckt nicht dahinter. Mir erscheint das etwas übertrieben. Wirklich? Ich habe gehört, eine Frau, die dem Kult in Alkeir beigetreten ist, hat versucht, ihren Mann zu ermorden. Wir halten von sowas nicht besonders viel, aber ihr seid nicht hergekommen, um über Politik zu sprechen, oder? König Emmerich sagte, ihr wärt gerade aus Garvaudon zurückgekehrt. Ganz gewiss. Ich fungierte als Verbindungsmann von General Godrun draußen bei Shinjis Kessel. Aber er macht sich Sorgen, dass die Oger durchbrechen und Wegesruh angreifen könnten. Godrun hat dem König vorgeschlagen, dass ich die Verteidigungsmaßnahmen hier organisieren könnte. Und da bin ich jetzt. Die Oger könnten Wegesruh angreifen? Unter uns gesagt, glaube ich das nicht wirklich. General Godrun hat gute Arbeit geleistet. Die Orks haben die Oger fast schon in die Berge zurückgetrieben. Die Moral in Shinjis Kessel ist recht gut. Hatte irgendwer dort Albträume? Nicht, dass ich wüsste. General Godrun schläft ein bisschen wenig, weil er sich Sorgen wegen der Oger macht. Aber abgesehen davon schlafen alle ganz gut. Zumindest so gut, wie man das in einem Heerlager erwarten kann. General Godrun verhält sich allerdings ein wenig merkwürdig. Was meint ihr mit merkwürdig? Es steht mir nicht zu, den General zu hinterfragen, aber er scheint die Bedrohung durch die Oger etwas zu übertreiben. Das ist aber nur meine Meinung. Viel Glück, wenn ihr nach Garvaudon geht. Okay. Jetzt muss ich gerade erstmal überlegen. Moment, hier hinten ist der Wegschrein. Achso, die Frage ist überhaupt, haben wir da in der Nähe einen Wegschrein, wo wir überhaupt hinreisen können? Nee, natürlich nicht. Wir müssen so oder so aus der Stadt raus. Ja, super. Dann würde ich sagen, ich reite da jetzt mal eben hin, schneide das wahrscheinlich dann gleich raus und wir treffen uns dann gleich hier am Zielort wieder. Bis gleich. So, wir sind, denke ich mal, gerade in Shinjis Kessel angekommen. Kameradin, auf mein Wort. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, sie hat mich schon wieder gefunden. Hilfe. Stellt meine Befehle nicht in Frage. Sagt dem Kommandanten einfach, dass wir mehr Soldaten und Vorräte brauchen. Jawohl, General. Wenn ihr sagt, dass wir sie brauchen, dann brauchen wir sie. Das stimmt.
Aber ich glaube, der Rechte hat gesprochen, nicht der Abt gerade, ne? Es ist gut, dass ihr hier seid. Der General meint, die Schlacht läuft nicht so gut, wie er es sich erhofft hatte. Ich sagte ihm, ihr könntet helfen. Ich hatte nur wenig Zeit, um nach dem Omen zu suchen. Habt ihr irgendetwas in Wegesruhe erfahren? Irgendetwas über Albträume in Garwaudon? Keine Albträume. Aber ich habe gehört, dass sich Gudrun in letzter Zeit merkwürdig verhält. Der General. Wenn das Omen von ihm Besitz ergreifen würde, wäre das sehr schlecht. Wir brauchen aber Gewissheit, bevor wir handeln. Daher müssen wir Gudrun im Auge behalten. Vielleicht wird es das Omen hervorlocken, wenn man ihm hilft, die Oger zu besiegen. Wir brauchen jeden, den wir kriegen können. Kein Problem. Ich komme. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Ich brauche alle tauglichen Männer und Frauen. Ihr tragt eine Waffe. Also nehme ich an, dass ihr tauglich seid. Bekämpft ihr gerne, Oger? Das bitte schön für eine Frage. Wenn es hilft, Sturmhafen zu verteidigen? Das tut es. Und beim Mauloch, wir brauchen euch. Die Eisenhand-Oger haben uns da draußen kalt erwischt. Und ich kann es mir nicht erlauben, noch weitere Soldaten zu verlieren. Werdet ihr euch meinem Clan den Murtag in dieser Schlacht anschließen? Sagt mir einfach, wo ihr mich braucht. Wir versuchen seit Tagen, die Reihen der Oger zu durchbrechen. Feldwebel Olfen führt den Vorstoß an. Wenn ihr ihm helfen könnt, den Turm oberhalb der Felsen einzunehmen, können wir einen vorgeschobenen Kommandoposten errichten. Dann sind wir in Schlagreichweite, um die Sache zu beenden. Ich werde Feldwebel Olfin sofort Bericht erstatten. Ich habe meine Armee hergebracht, um König Emmerich einen Gefallen zu tun. Aber der Murta-Clan hat andere Schlachten zu schlagen. Wir müssen die Eisenhand-Oger erledigen, und zwar schnell. Möget ihr viele töten, Soldat. Ihr habt das Sagen beim Murta-Clan? Unser Häuptling ist Wodka. Aber ich darf voll Stolz behaupten, den Murta-Clan in die Schlacht zu führen. Vor Jahrhunderten waren die Murtag einer der stärksten Clans in Orsinium. Wir wurden um ein Haar gemeinsam mit der Stadt ausgelöscht. Aber wir sind zäh. Lebt der Murta-Clan jetzt in Orsinium? Manche von uns schon, andere nicht. Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis Orsinium seinen früheren Ruhm zurückerlangt. Viele sehen die Stadt als ein Mahnmal an die Niederlagen in unserer Vergangenheit. Ungeachtet dessen arbeitet der Murta-Clan daran, sie wieder aufzubauen und gegen die Eisenhand-Oger zu verteidigen. Woher kommen die Eisenhand-Oger? Die Eisenhände kamen von unserer Seite der Berge, aus Wrodgar. Sie behindern schon seit Jahren unsere Bemühungen, Orsinium wieder aufzubauen. Der Murta-Clan hat schon öfter gegen sie gekämpft, als ich zählen kann. Deshalb hat uns König Emmerich gebeten, Garwaudon zu Hilfe zu eilen. Hat er euch als Freund oder als Verbündeten gebeten? Beides. Ich kämpfte in Ransas Krieg an Emmerichs Seite. Wir halfen dabei, die Regmannen aus Sturmhafen zu vertreiben. Und im Ausgleich gab Emmerich Orsinium wieder in orkische Hände. Jener Konflikt war von beiderseitigem Vorteil. Dieser ist es nicht. Er klingt ein wenig nachtragend. Weil es Bretonen waren, die Orsinium zerstört haben. Und der Murta-Clan nun zu ihrer Rettung eilen muss? Vielleicht. Emmerich ist mein Freund. Und er ist der Großkönig des Dolchsturzbündnisses. Aber wir werden Orsinium nicht vergessen. Wartet nur bis zum nächsten Mal. Wir. So sagen wir das. So, so. Okay. Dann schauen wir mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Es gibt eine dringende Aufgabe für euch. Och, die ist auch noch da. Moment, das soll aber irgendwo hier vorne sein.
Ah ja, da ist er. Ihr könnt stolz sein. Da sitzt hier faul rum, der Hund. Ihr habt euch heute gut geschlagen. Nun, das hat nicht funktioniert. Zeit, sich einen neuen Plan einfallen zu lassen. Schon wieder. Was ist schiefgelaufen? Was ist schiefgelaufen? Ich werde euch sagen, was schiefgelaufen ist. Ich wurde dazu ausgebildet, gegen Oger zu kämpfen, nicht gegen Felsen. Wir kommen nicht einmal an die Oger heran. Sie werfen mit diesen verdammten Felsen. Jedes Mal, wenn wir versuchen, dort hinüberzustürmen, wird einer meiner Soldaten zermatscht. General Godrun hat mich hergeschickt, um zu helfen. Hat er? Ihr könnt nicht fliegen, oder? Das würde es nämlich leichter machen. Aber falls ihr bereit seid, die Beine in die Hand zu nehmen, dann feuere ich euch an. Von hier hinten aus. Ein Tipp. Lauft nicht in einer geraden Linie. Lauft im Zickzack. Wenn ihr euch hinter den Felsen versteckt, schafft ihr es vielleicht gerade so. Was soll ich tun, wenn ich es bis hinüber schaffe? Wenn ihr es bis auf den Kamm schafft, dann wette ich 50 Gold, dass sich die Oger zurückziehen werden. Nehmt mein Kriegshorn. Wenn ihr es bis hinüber schafft, klettert auf den Turm und stoßt in das Horn. Das ist unser Signal, um vorzurücken und einen vorgeschobenen Kommandoposten zu errichten. Ruhm und Gekröse, meine Freundin. Gekröse? Was ist das denn? Also hier durch. Ich kann mich daran erinnern. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie ich da... Also relativ gerade muss ich auf jeden Fall rüberkommen. Schalt das mal ein bisschen weiter weg. Damit ich, ja, natürlich. Damit ich mehr sehen kann, wollte ich gerade sagen. So, er hat doch gesagt, ich soll... Oh, da ist ein Buch, das muss ich mitnehmen. Nein, ich komme nicht raus. Ja, hier kann ich nicht im Zickzack laufen. Klettert den Turm hinauf. Ist das der hier? Da. Da ist eine Treppe. Keine Ahnung, warum die Orks jetzt hier gerade rumgelaufen sind und plötzlich wieder weg waren. Ich weiß es nicht. Basti, bist du noch an meiner Seite? Du bist 2 Etagen unter mir, aber ist nicht schlimm. Basti hat schwere Sachen an. Der braucht ein bisschen länger. So, einmal das Kriegshorn. Lasst eure Soldaten wegtreten, Feldwebel. Sobald die Verstärkung eintrifft, marschieren wir nach Süden. Wegtreten? Was soll das heißen? Das ist unsere Gelegenheit, die Oger zu zerschmettern. Okay. So ganz einig sind sie sich ja nicht, ne? Hör mal... Hallöchen. Hör mal nach. Feldwebel Olfen ist beeindruckt. Er sagt, ihr habt Mut und seid schnell. Angenommen, ihr könnt kämpfen, dann haben wir die richtige Heldin gefunden, um diese Oger zu erledigen. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr zum Angriff bereit seid. Ah, es wird keinen Angriff geben. Ich kann keine Soldaten dafür entbehren. Abdurak meinte aber, ihr werdet ein echter Champion. Und ich vertraue ihm. Ich glaube, ihr könnt das alleine schaffen. Der Anführer der Oger heißt Schädelspalter. Er ist groß, er ist gemein und er ist böse. Aber ihr könnt ihn besiegen. Ich würde euch gerne Soldaten zur Seite stellen. Aber ein weiterer Kampf liegt in der Luft und sie müssen sich vorbereiten. Welche andere Schlacht braut sich da zusammen? Diese Schlacht ist seit langem überfällig. Aber es ist die Schlacht des Mutterclans und nicht eure. Ihr müsst gegen die Oger kämpfen, Schädelspalter töten und die Oger daran hindern, durch den Berg zu kommen. Wie halte ich sie auf? Die Eisenhände haben eine Kaverne genutzt, um durch die Berge zu gelangen. Ich habe eine Gruppe Minenarbeiter losgeschickt, um die Kaverne zum Einsturz zu bringen. Aber sie haben sich nie zurückgemeldet. Findet sie und helft ihnen, ihren Auftrag zu erfüllen. Danach können wir aufräumen, was noch übrig ist. Ich verstehe. Ich werde sehen, was ich tun kann. Jetzt muss ich mal eben schauen. Das scheint ein wenig weiter weg zu sein. Ich glaube, ich weiß auch, was das ist. Wenn das ein kleines Dörfchen sozusagen ist, dann... Komme ich hier durch? Komm natürlich... Hallo, dann lauf doch wenigstens zurück. Komm natürlich wieder nirgendwo durch, wo ich durchkommen will. Angoff ist fort. Aber ich frage mich, wie lange es diese Gruseligen... Ja, der ist fort, das ist richtig. So, hier ist einmal...
Wie kommen wir denn da am besten... Ach so, oder kommen wir da von dieser Seite hoch? Nee, wir kommen doch von der anderen Seite hoch, ne? Ja. Oh. Das heißt, mit anderen Worten, wir laufen jetzt wieder da rein. Eieieiei, okay. Und reiten jetzt hier nochmal hoch. Aber wir haben den Wegschrein freigelegt, also ist nicht ganz so schlimm. Hallöchen. Oh, lasst mich doch einfach mal hier durch. Menschenskind. So, irgendwo hier oben sollte er sein. Beziehungsweise, vermisste Minenmitarbeiter. Bitte, ihr müsst es beenden. Wir waren so dicht dran. Nur diese letzten drei Stützbalken und wir hätten sie zum Einsturz gebracht. Bumm, keine Oger mehr. Ich bin hier, um zu helfen. Es ist niemand mehr übrig, dem man noch helfen könnte. Nur ich. Und ich bin völlig erledigt. Aber wäre man erst einmal an den Ogern vorbei, könnte man die Sache mit einer Spitzhacke allein zu Ende bringen, indem man die Stützpfeiler beschädigt und alles zum Einsturz bringt. Man zertrümmert die Pfeiler und rennt um sein Leben. Woher bekomme ich eine Spitzhacke? Einfach den Hügel runter. Shamar Grolorga hatte eine. Als wir geflohen sind, haben die Oger ihn verfolgt. Ich habe ihn schreien gehört. Seine Spitzhacke sollte dort sein. Ich würde euch meine geben, aber sie ist alles, was mir zur Verteidigung bleibt. Falls die Oger mich sehen, möchte ich zumindest mit der Hacke in der Hand sterben. Mit oder ohne Spitzhacke seid ihr tot. Gebt sie mir einfach. In Ordnung. Nehmt sie. Wenn ihr zurückkommt, möchte ich sie zurückhaben. Selbst wenn ich bis dahin tot sein sollte. Ich möchte damit begraben werden. Sie hat mir immer Glück gebracht. Hoffentlich tut sie das jetzt auch für euch. Für uns alle. Okay, ich hätte ihn ja wenigstens irgendwo hingezogen, wo man ihn nicht so sieht. Aber naja, gut. Wir müssen da hoch. Sehe ich das jetzt richtig, bevor ich jetzt hier wieder den falschen Weg entlang reite? Ja. Das sieht gut aus. Einmal in die Berghöhle rein. So, guten Tag, ihr lieben oder nicht so lieben Oger. Wir müssten mal kurz vorbei, damit wir die Höhle zum Einsturz bringen. Vielen Dank, dass ihr dies versteht. Den machen wir schon mal kaputt. Sieht er mich hier? Ja, der wird mich jetzt sehen, wenn ich hier rumlaufe, ne? Basti, walte deines Amtes. Ein Kampf? Ha. Gut. Ha, 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 ha. Entkommt aus der Mine. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Basti, lauf. Hier stürzt alles ein, mein Freund. Wir müssen raus. Wir sind tot. Wir sind doch nicht tot. Ihr habt es geschafft. Ich konnte es nicht glauben, als ich den Krach hörte, aber ihr habt die ganze Höhle einstürzen lassen. Hätte euch fast das Leben gekostet. Wie bin ich dort rausgekommen? Ich habe die Ruinen durchsucht. Ich wollte gerade aufgeben. Ich bin aber froh, dass ich euch gefunden habe. Und ich erst. Vielen Dank. Nach dem, was ihr getan habt, war es mir eine Ehre. Ihr habt ihnen den Garaus gemacht. Unsere Soldaten haben mit den Nachzüglern aufgeräumt. Das war's mit den Eisenhänden. Ich bin sicher, dass General Godrun euch sehen will. Na gut, dann werden wir da jetzt noch mal kurz hingehen. Wo ist er denn? Hier. Die Gilde braucht euch. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. General, Feldwebel. Ihr habt also überlebt? Ich habe schon befürchtet, ihr werdet mit den Ogern begraben worden. Für den Einsturz dieser Höhle verdient ihr eine Medaille. Leider ist General Godrun nicht in der Lage, Auszeichnungen zu verleihen. Was ist mit General Godrun geschehen? Ich weiß es nicht. Als er die Kaverne einstürzen hörte, hat er verkündet, die Mission mit den Eisenhand-Ogern sei abgeschlossen. Doch dann hat er mir befohlen, die Truppen zu sammeln und sie auf den Marsch nach Wegesruh vorzubereiten. Und wir haben einmal leichte verstärkte Beine erhalten. Ich weiß nicht, was mit dem General passiert ist. Ich sage nur, dass er in letzter Zeit nicht derselbe war.
Wenn es etwas gibt, womit ich ihm helfen könnte, sagt mir Bescheid. Wo sind Sie jetzt? Sie sind oben. Ich weiß, dass Abt Durak erleichtert sein wird, euch zu sehen. Er meinte, wir sollen euch gleich zu ihm hinaufschicken, sobald ihr zurückkehrt. Was auch immer vor sich gehen mag, ich hoffe, ihr könnt General Gudrun helfen. Er ist wie ein Vater für mich. Okay, was meint er mit oben? Hier oben wahrscheinlich, oder? Ich schau mal kurz nach. Ja, er meint hier oben und... Das Omen hat Gudrun in einen tiefen Schlaf hinabgezogen. Und ich wollte gerade sagen, das riecht danach, dass es eine neue Quest gibt, die wahrscheinlich auch etwas länger dauert. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.